Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Zu meiner Linken Stefan Schwietert, Regisseur, Professor für Dokumentarfilmregie an der Filmuniversität Babelsberg. Das müssen wir alles noch lernen, dass das Filmuniversität heißt. Das ist noch nicht so lange her. Ellen Feldmann, ich will immer Feldmann sagen, ich weiß nicht, woran das geht, das werde ich jetzt den Rest des Morgens sagen. Ellen Feldmann arbeitet als Komponistin und Videokünstlerin und als Filmemacherin und in Bern an der Hochschule der Künste. Musik- und Medienkunst. Wunderbar. Und Jan Schmidt-Garre, ebenfalls Produzent und Regisseur. Wunderbar. Wir fangen mit Herrn Schwietert an. Und du willst am liebsten eigentlich gleich einen Film zeigen, oder? Vielleicht zwei Sätze davor, ja. Bitte. Aber wirklich kurz, weil wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ja mehr im Gespräch und im Dialog sein wollen. Deswegen kein Vortrag, sondern durch eine Einführung mit dem Filmausschnitt. Nochmal ganz kurz, ich bin Schweizer-Deutscher Dokumentarfilmer, Schwerpunkt Kinofilme. Und ich habe mir überlegt, als ich das Programm hier gesehen habe, was könnte meine Rolle sein oder den Aspekt, den ich hier beitragen kann zu dieser großen Diversität, wenn es um die Frage Musik und Film geht. Und ich glaube, dass was am meisten beschreibt, was ich mache, ist, dass ich meiner Auseinandersetzung sehr der Frage nachgegangen bin, wo kommt Musik her, wie findet Musik im Alltag statt? Also ich habe weniger auf die Bühne geguckt, auf die Kunstmusik, sondern immer wieder in verschiedenen Kulturen, wie Musiken entstehen, wie sie sich verändern, sei es durch Kriege, durch technischen Fortschritt, Wandel, der stattfindet. Und das Zweite ist, dass ich sehr eigentlich narrativ erzähle meine Filme mit Protagonisten, die im Vordergrund stehen. Also so der klassische Kinofilm. Ich zeige dann auch meistens eher einen Ausschnitt, in dem ich mich von dem etwas abgrenze und zeige, wie ich auch gerade über Bilder und Musik allein erzählen will und kann, und fand es aber jetzt hier interessant, weil wir das hier sehr dicht und sehr oft, glaube ich, sehen, wie Bild und Musik zusammengehen, hier doch diesen Aspekt der Narration noch mit einzubeziehen. Und deswegen der erste Ausschnitt aus meinem Film A Tick in the Heart, da geht es um drei Brüder, die ihr Leben lang Klezmer-Musik gemacht haben, diese Musik, die in jüdische Hochzeitsmusik, die in Osteuropa verschwunden und ausgerottet wurde durch den Nationalsozialismus, die aber nochmal eine Blütezeit hatte durch die jüdischen Emigranten in den USA, dort durch die Assimilation dann der jüdischen Kultur auch verschwunden ist. Wir kennen natürlich alle das Klezmer-Revival, was es dann nochmal gab. Aber hier geht es eben um drei Brüder, die diese Hochzeit der jüdischen Hochzeitsmusik noch miterlebt haben. Und wir gehen jetzt in eine Stelle des Films, wo sie uns erzählen, wie, also retrospektiv, sie lebten hier jetzt schon als Rentner in Florida, wie sie ihre Zeit in New York in diesem Hochzeitsbusiness erlebt haben. Bitte schön. Ich gehe mal aus. Also bei dem, vielleicht ist es am besten, bei dem Ausschnitt zu bleiben, weil da sieht man diese ganzen Herausforderungen. Wenn man in diese Vergangenheit zurückgeht, fehlt einem ja erstmal das Material. Und ich habe gesehen, dass die jüdischen Hochzeiten bei den Chassiden, die heute in New York leben, noch genauso stattfinden wie damals in den 60er Jahren, als die Epstein Fantasy gespielt haben. Nur die Musik hat sich verändert. Es ist eine ganz andere Musik heute, die auch elektronisch verstärkt ist und so weiter. Also es war zum Beispiel ein Element hier, verschiedene Stränge zusammenzubringen, eine Hochzeit der Chassiden von heute zu verwenden, aber die Musik der Epstein Brothers von damals zu verwenden, also die Musik, die dort stattfand, auszusparen und das dann aber doch wieder kenntlich zu machen, indem man kurze Ausschnitte sieht, wo die Musik herkommt, nämlich man sieht die Epstein Brothers ein paar Mal zwei kurzen Einstellungen spielen, ja, und hat sie dann aber über der Szene liegen. Das war die Möglichkeit, ohne Archivmaterial zu arbeiten und nur mit der Musik und den Bildern von heute
Leben zu erzeugen, Film zu erzählen. Ein anderer Aspekt, wenn wir jetzt weiter gucken würden, ich fahre mit dem Epstein-Ballister nach Osteuropa auf der Suche auf das Herkunftsort ihres Vaters. Und da müsste man natürlich erstmal, das ist im Film gar nicht Thema, eine Exposition schaffen, das einführen und irgendwie erzählen, Holocaust, die Dinge, die dort passiert sind, die Musik, die es damals noch gab, die Kultur. Und all das findet im Film so statt, dass während die Epstein-Ballister in einem langen Zug war, dorthin fahren, wie ein Lied hören, das auch ab und zu dazwischen geschnitten ist, gesungen von einer Tochter. Der Epstein-Ballister auf der Bühne, das Lied kennen Sie bestimmt alle, mal Städte Rebels. Wenn Sie sich an den Text erinnern, in dem Lied, ist eigentlich die ganze Geschichte des Verlusts dieser Kultur erzählt. Und wenn wir dort ankommen, ist diese Exposition beendet und wir sind wieder im Hier und Jetzt. Das ist vielleicht mal so ein kurzes, kleiner Ausschnitt dieser Arbeit. Und wenn jetzt aber du dich da sehr stark auch auf die, oder einen sehr starken erzählerischen Part, im filmischen Sinne erzählerisch, und was man vielleicht auch über eine sprachliche Szene oder eine Interaktion, einen Dialog oder so auflösen könnte, sehr stark auf die Musik verlagerst, was verändert sich dann als in deiner filmischen Sprache oder wie du das, ich meine, man will ja irgendwo auch sehen, dass Dinge verständlich sind und nicht nur fühlbar. Es ist ja immer ein Abwägen, wie klar oder explizit werden wir oder wie viel können wir auch in einer poetischen Offenheit lassen. Ich glaube, das ist das Ringen, mit dem ich immer mich beschäftige, wenn ich vor allem fürs Kino arbeiten will, nämlich das Ding über filmische Mittel, das heißt die Bilder, die Musik, andere Töne, die Protagonisten, szenische Elemente erfahrbar werden und ich mir daraus mein eigenes Bild ableiten kann und ein ganz anderes, eine Tiefe erreiche, als wenn das eben nur über Informationen oder Dialog oder Erzählung aufgelöst ist. Du hast noch einen anderen Ausschnitt vorbereitet. Wollen wir da noch kurz reingucken? Ich meine, die Zeit rennt uns weg, aber das ist eine aktuelle Arbeit, die du machst. Gerne, das sind auch nur 4 Minuten. Das ist nochmal ein Sprung, ganz kurz angesprochen. Hier in diesem Film und in vielen anderen, die ich gemacht habe, geht es ja quasi fast immer wieder um Kulturen und Musiken, die auch am Verschwinden sind, die, ich sage mal, die jetzt nicht sehr nah in unserem Alltag sind. Und irgendwann in meinem Arbeitsprozess hat es mich auch angefangen zu interessieren, was ist denn bei uns genau mit den Mechanismen von Musik, wie wir Musik wahrnehmen, wie wir mit ihr umgehen, die Rolle, die Funktion, die sie hat. Und kein sentimentaler Blick zurück. Es ist halt so, dass auf unseren Hochzeiten oder vor allem auf den Beerdigungen und so weiter weniger Live-Musik ist oder Musik weniger im Quartier bei uns um die Ecke integriert ist. Andererseits stimmt es auch nicht, das kommt ja auch wieder immer mehr. Also auf jeden Fall wollte ich genauer hingucken, was ist denn Musik bei uns. Und habe da einen Künstler kennengelernt, der gerade ein Projekt machte, das von der Prämisse ausging, stell dir vor, du wachst morgens auf und alle Musik ist verschwunden. Basierend auf dieser Prämisse hat er eine Reise gemacht, eine konzeptionelle Performance-Reise durch England und Irland, um dort spontan auf der Straße, eben nicht wieder auf der Bühne, sondern wirklich reinzugehen in den Alltag der Leute, um dort Wasser macht, sehen wir in diesem Ausschnitt. Danke. Vielen Dank dafür. Wow. Vielleicht machen. Ja, das hätte ich auch vergessen zu sagen, der ist gerade aus dem Schneideraum. Ich bin gerade am Arbeiten an dem Film. Und der Titel wird tatsächlich sein: Imagine Waking Up Tomorrow and All Music Has Disappeared. Tja, also, wenn du von uns hinterher auch noch was brauchst, dann sind wir würden wir uns wahrscheinlich im Halbkreis aufstellen. Ellen Wellmann, now to something completely different? Yes, absolutely different. Ich möchte was über abstraktes Verhältnis von
Film und Musik zeigen. Also ich arbeite als Musikfilmregisseurin, aber eben auch als Komponistin und Videokünstlerin und dachte in diesem Feld hier, wo es jetzt auch um die neuen Hybridformate geht, eben von Musik und Film, wäre es eigentlich ganz schön, diesen anderen Zweig, den ich auch mache, zu zeigen, weil es mir da tatsächlich darum geht, um eine audiovisuelle Kompositionsform, wie ich sie nenne, und um ein gleichgewichtendes Verhältnis der beiden Ausdrucksformen herzustellen. Also wenn man sie zusammenbringt in einer neuen Kompositionsform, ist ja immer die Frage, warum tut man das überhaupt? Und wenn man es tut, sollte man es, denke ich, so tun, dass sie sich zu was Neuem Dritten verbinden. Also, was wir gestern gesehen hatten, auch zum Beispiel von Oskar Fischinger, das ist genau das, was ich nicht machen möchte, also keine Verdoppelung dessen, was schon im Ton da ist, im Bild nochmal zu zeigen. Also wo dann eigentlich ganz klar ist, die Musik war vorgegeben, es wird einfach nur nochmal das Gleiche visualisiert, weil für mich das eigentlich etwas ist, was überflüssig ist, dann brauche ich es eigentlich nicht mehr. Sondern es geht darum, dass es wirklich eine Verzahnung gibt der Ausdrucksform, und da ist für mich sehr wichtig zurückzugehen, wo sind eigentlich die essentiellen Grundlagen der Kunstform. Und für mich ist die strukturelle Verzahnung eigentlich genau da möglich, wo man sie finden kann. Musik ist eine Kunstform, die Bewegung darstellen kann, und Film ist auch eine Kunstform, die Bewegung darstellen kann. Das heißt, das ist eine Art von struktureller Schnittfläche. Das heißt, die Bedeutungsgenerierung der Arbeiten wird eigentlich über eine Art von gestischer Kraft der Bewegung hergestellt. Und ja, ich mache es jetzt wirklich kurz, weil wir sind schon, glaube ich, ziemlich in der Zeit. Jetzt gucken wir uns einfach ein paar Beispiele an. Ich habe eine Arbeit mitgebracht, an der man eigentlich diese Form der, ich nenne es mediale Polyphonie, ganz gut sehen kann, also ein erweitertes Komponieren mit Bewegtbild. Die Arbeit heißt Gras, ist 4 Minuten 30 und wurde im Maison de l'Architecture in Paris uraufgeführt. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, meine Arbeiten werden dann an ganz verschiedenen Orten aufgeführt, im Kunstkontext, bei einem Filmkontext, bei einem Konzertkontext, also ganz unterschiedliche Zusammenhänge, wo sie dann eben auch gezeigt werden. Vielleicht noch wichtig, sie sind auch das Bild wie auch der Klang oder die Geräuschkomposition sind auch gleichzeitig im Schnitt entstanden, also die Arbeiten sind auch tatsächlich im Entstehungsprozess dann sehr, müssen miteinander ringen, die Kunstformen, auch wenn sie dann am Schneidetisch entstehen. Das ist die erste Arbeit, die ich als eine Art von abstrakter Narration begreife. Und dann wollte ich gleich im Anschluss noch einen kurzen Ausschnitt, nur einen einminütigen Ausschnitt zeigen von Order of Things. Das ist eine Arbeit, wo mit Live-Musiker gearbeitet wird, der in einer Projektion drinsteht. Das heißt, die Musik ist auch integriert in das Projektionsbild. Diese Arbeit ist in Dänemark aufgeführt, war ein Auftragswerk von dem Festival Spore mit Arnulf Balhorn als Kontrabassisten. Und geht eigentlich 8 Minuten 30, ist aber nur ein einminütigen Ausschnitt. Wir wollten uns ja hier reduzieren. Also. Aber ich hätte noch eine Frage zu den, dass die nicht nur die Bildstrecke, sondern auch die Musik wurde im Schneideraum nochmal offengelegt zur Disposition. Habe ich das richtig verstanden, ja, bei Gras? Also es ist so, dass ich ein Material finde, und dann meine, dann muss ich was machen. So. Mhm. Und dann habe ich bestimmte Konzepte, wie ich die beiden miteinander verbinden kann. Und wirklich entstehen tut es dann am Schneidetisch. Sonst habe ich sozusagen diese rhythmische Prägnanz gar nicht, die ich haben möchte. Mhm. Also wenn man das wirklich versteht als erweitertes Komponieren mit Bewegtbild, geht es ja auch darum, dass die ganze Zeitgestaltung so extrem prägnant sein muss, dass man das, wenn man das nicht hin und her arbeitet, eigentlich dieses Gewebe gar nicht herstellen kann zwischen der, ich nenne es Bildstimme und Musikstimme. Also das Bild wird wie eine erweiterte musikalische Stimme begriffen, deswegen muss es gleichzeitig entstehen. Das heißt, das werdet ihr auch gleich sehen, das ist keine klassische Musik mit Melodien, die man hört, sondern es ist wohl mit Streichinstrumenten komponiert, aber sehr geräuschhaft, weil sich das dann wiederum sehr gut mit dem abstrakten Bild verbindet. In dem Moment, wo ich mit konkreten Bildern arbeite, oder auch einer Narration, einer konkreten Geschichte arbeiten würde, ist das Bild so dominant. Man muss ja auch wissen, es geht 10-mal mehr Informationen vom Auge ins Gehirn als vom Ohr. Das heißt, man muss eigentlich beide Kunstformen
wie soll ich sagen, nicht beiden was wegnehmen, klingt jetzt falsch, aber so in die Richtung, so dass sie sich neu verbinden können. Ich sag mal so, wenn man einen Mensch auf der Bühne hat, kann der seinen Monolog ausführen, die eine Kunstform kann sich ausbreiten. Habe ich zwei Protagonisten auf der Bühne, zwei Kunstformen, müssen die miteinander ja ein drittes bilden. Das heißt, jede Kunstform muss in einer gewissen Weise sich zurücknehmen, um sich mit der neuen zu amalgamieren. Das ist sozusagen die Idee dabei. Das heißt, die Kunstformen kommen auch wie so eine Art von, ja, wie soll ich sagen, zwei Protagonisten aufeinander, die in ein Spannungsfeld geraten. Aber das ist ja ein Kernkonflikt, den wir in dieser Veranstaltung immer wieder aus verschiedenen Positionen begegnen. Und aber wenn man den Äquivalenzbegriff zwischen den beiden Künsten ernst nimmt, dann müssten sie ja auch äquivalent miteinander kreieren können. Ja? Nicht nur wirken, sondern kreieren können. Mhm. Und das finde ich jetzt schon eine sehr interessante Position, hinzugehen und zu sagen, also meine Materialakquisition Bild ist irgendwo, folgt einem Plan und einem Konzept, aber ist auch in gewisser Weise offen durch ein gewisses Niveau der Abstraktion. Dito, meine musikalische Komposition ist in gewisser Weise offen und die eigentliche Fügung ist nicht am stockhauschenden Mischpult, sondern eben an der Timeline des Rechners, wo wir beide schneiden und dort komponieren. Genau, das, auch in die Partitur einfügen. Also beides, die Partitur, also bei dem zweiten Stück gibt es auch richtig Partitur, die der Musiker spielt. Das heißt, Partitur, Tonspur, die zugespielt wird und Bildspur müssen gleichzeitig komponiert werden. Deswegen dauert es auch immer ziemlich lange, bis ich fertig bin. Weil das ist natürlich sehr aufwendig. Ja. Die einzige Einschränkung, die ich da sehen kann, ist, dass natürlich eine gewisse Abstraktion in der Form oder im Inhalt gegeben sein muss, um diese Offenheit zu haben. Wenn wir jetzt sagen wir, wenn eher, da geht einer lang und dann fällt der um und dann kommt die Torte oder so, dann müsste man da schon ziemlich, das würde dann eher so ein Dada-Effekt, wenn man da dann zu sehr drin rumschneidet. Ja. Das wäre dann eher ein Cut-Up-Erlebnis, was hier sich vielleicht besser fügt. Aber ich denke, wir sollten unbedingt die Arbeit einmal anschauen. Ja. Aber wollen Sie zu der zweiten Arbeit noch was sagen, wie die Interaktion da war? War der Film vorbestehend, das Material, was wir im Hintergrund gesehen haben? Oder? Das ist sozusagen alles immer parallel entwickelt. Also ich muss die Sachen, weiß ich nicht, sage ich mal, 10-mal hin und her arbeiten, sonst geht das gar nicht. Mhm. Das heißt, es gibt so eine Vorversion der Projektion, dann gehe ich ins Studio und mache die Tonkomposition, dann muss ich es wieder aneinander anpassen. Also bei einer Arbeit hatte ich mal die super luxuriöse Situation, dass ich mit Final Cut und Pro Tools, dass man mir das synchronisiert hatte. Und dann konnte ich tatsächlich beides parallel machen. Mhm. Das ist aber sehr selten der Fall und irgendwie ist die ganze Filmwelt darauf auch nicht eingestellt, dass man das eigentlich mal entwickeln müsste, so etwas. Das, was schade ist, was eine Anregung wäre, das mal zu tun. Ansonsten muss man einfach hin und her arbeiten. Das heißt, es entsteht immer das eine, dann wieder das andere, dann muss man gucken, ob man doch mal noch was vorne ändert. Ich sage mal, wie in einem ganz normalen Kompositionsprozess, aber eben halt mit mehreren Medien. Also es ist sehr aufwendig. Es ist lustig, wie sich der Name, Herr Rocholl wehrt sich ja immer auch gegen diese Einengungen durch die Begriffe. Das ist ein ganz schönes Beispiel, weil hier würde ja also Komponist und Regisseur ist ja irgendwie, also man könnte jetzt die Regiearbeit auch eine Form von der Komposition benennen. Das heißt, wir würden das einfach relabeln durch den Prozess der Arbeit, der da stattfindet. Ja, also nicht illustrieren und beides komponieren in einer möglichst weitreichenden Form der Simultanität. Verstehe ich das richtig? Ja, Simultanität, beziehungsweise, was bei Gras ja auch sehr gut sichtbar ist, das Wort synchron muss man dann auch wieder ganz neu fassen. Sonst kennt man ja Synchronität auf, dass es sozusagen, wie jetzt Fischinger war ein ganz gutes Beispiel gestern als Gegenbeispiel, dass die Synchronität der Bilder auf die Musik komplett identisch passt. Und ich arbeite ja genau damit, dass es manchmal Aktionen gibt, die sozusagen gleichzeitig passieren im Bild und im Ton und dann eben gerade nicht, weil es als Vielstimmigkeit angelegt ist oder als Mehrstimmigkeit angelegt ist. Das sind jetzt alles Begriffe aus der Musik, die sozusagen dann übertragen werden. Und, aber die letztendlich auch wieder eine gewisse Eigenständigkeit der Spuren, wenn man so will, hinweist. Also sozusagen, das ist auch was Wichtiges, eigenständig und doch ganz stark aufeinander bezogen. Und das hinzukriegen, ist sozusagen genau die Herausforderung und dass jede Kunstform im Prinzip auch, jeder hat ja ihre Identität und ihre Kraft, die sie entwickelt hat, über die, gerade bei der Musik, über die Jahrhunderte. Und wie kann man es herstellen, dass man eben nicht durch eine nur Vertonung zum Beispiel eigentlich
die Kraft wegnimmt, sondern dass man eigentlich die Eigenständigkeit der Kunstform, die ja ihre Verarbeitungstechniken aus dem Material entwickelt hat, die beibehält, trotzdem, dass sie sich reduziert und die andere Kunstform genauso, damit es da gemeinsam eine neue Kraft gibt. So. Ja, und es gibt streng genommen kein vorbestehendes Werk zu keiner Zeit. Interessant auch der technische Hinweis, dass dann, also in der Tonbearbeitungssoftware ist es vorgesehen, dass man ein Bild aufrufen kann, zu dem man synchron dann Musik herstellt, aber es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass dieses Bild auch selbst wieder bearbeitet werden kann. Genau. Dazu müsste man dann tatsächlich zwei komplett unabhängige Software-Systeme miteinander verlinken und auch da dann tatsächlich wieder synchronisieren. Und abschließende Frage, wenn ich jetzt morgen kommt der Hollywood-Produzent und sagt, I love this. Und jetzt möchte ich aber doch mehr Story da und ginge da was. Also sind da Ihre Gedanken, das auch mal in die Richtung noch weiter auszureizen oder macht das keinen Sinn? Ach, oder? Da kommt es dann drauf an, was es ist. Also ich wäre für alles offen erstmal. Okay. Weil gestern war ja auch so schön gesagt, das Production Value, sage ich mal, ist bei diesen Arbeiten natürlich ein Problem. Es gibt keine Finanzierung wirklich. Man kann es Kunstförderung, Musikförderung, aber es gibt natürlich keine Filmförderung, die sowas, das ist nicht vorgesehen. Und von daher für den Hollywood-Produzenten gar nicht verschlossen. Da muss man einfach schauen, wie man das durchsetzt, was man machen möchte. Vielleicht gibt es ja da Möglichkeiten. Ja, also als in Berlin ansässige Künstlerin, die würde man dann das als künstlerischen experimentellen Film labeln, der, wie Sie sagten, ja durchaus im Kunstkontext ausgewertet wird, gäbe es zumindest bei der Institution, wo ich tagsüber arbeite, einmal im Jahr einen Call. Ah ja, Dankeschön, das ist doch wunderbar. Vielleicht ein bisschen Eigenwerbung gemacht. Ja? Da sind die Budgets so zwischen 10 und 40, was wir geben. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Und das richtet sich grob, ich höre dann jetzt auch gleich auf mit dem Pitchen, das richtet sich grob an, es gibt in Berlin das Arsenal-Institut, klassisches experimentelle Filmpublikum, die auch im Forum der Berlinale aussehen. Da ist so oft der Hintergrund. Und das andere sind Künstler, die würden wir im Alltagsgebrauch, hätten wir die früher bildende Künstler genannt, die aber halt mit Medien arbeiten, mit Ton und Bild. Teilweise illustre Leute, also wer aus der ganzen Welt so alles in Berlin ein Atelier betreibt oder ist zumindest glaubhaft versichert, dass er das tut. Und deswegen für diese Fonds, ja, ist eigentlich so eine unserer intern bei uns eine der populärsten, weil das natürlich immer sehr abwechslungsreiche Arbeiten sind. Vielen, vielen Dank. Jan Schmidt-Garre, wir brausen gleich weiter, weil die Zeit auch so braust. Was haben Sie uns mitgebracht? Ja, das passt eigentlich sehr gut an das, was Ellen vorgestellt hat und gesagt hat, denn ich wollte auch ein paar Gedanken zum Besten geben zum Thema Wer ist der Boss? Verhältnis von Musik und Aktion. Und ich bin da angeregt worden von so spekulativen Gedanken von Wagner. Der Wagner hat seine Musikdramen als ersichtlich gewordene Taten der Musik bezeichnet. Und damit meint er Folgendes. Also nochmal? Ersichtlich gewordene Taten der Musik. Und das ist, ja, also damit meint er Folgendes. Er hatte, für ihn ist absolute Musik undenkbar, ungesättigt, der fehlt irgendwie was. Die Position teile ich nicht, aber das war Wagners Position. Das heißt, jede musikalische Äußerung braucht irgendeine Art von Motivation von außen. Und er hat, um deswegen die absolute Musik, sagen wir mal Beethovensche Symphonien, was für ihn der Gipfel war, sich irgendwie zu rechtfertigen, hat er behauptet, die seien aus dem Tanz entstanden. Und nachdem für ihn mit Beethoven Schluss ist, mit der absoluten Musik in dieser Form, hat er für sich das Konzept entwickelt, dass die Aktion auf der Bühne, das Musikdrama, die Musik auslösen soll. Also eigentlich ist er ein absoluter Musiker, wenn man es zugespitzt sagen will, der das ganze Drama und die ganze Aktion und alles, was da geschieht, nur benutzt, um seiner Musik irgendeine Art von Anlass zu geben, von Motivation von außen. Und das trifft, glaube ich, sehr den Kern dessen, was Opernregie ausmachen sollte oder auch Musikfilm in bestimmten Formen, dass das, was wir auf der Bühne sehen, ein Gestus, eine Aktion oder im Film, ein Schnitt oder was auch immer, dass das, wenn man mit vorgegebener Musik arbeiten möchte, jetzt anders als Ellen, dass das die Musik auslöst. Und wenn man das hinkriegt, dann entsteht das, was Andreas Rochol sich wünscht, dieses Ganze, dann entsteht eine Einheit, die sonst gar nicht denkbar wäre. Und wenn man
da teile ich die Kritik an Fischinger, wenn man das einfach nur verdoppelt und wenn man nur versucht, synchron zu arbeiten, dann fragt man sich wirklich, was soll das? Wir haben ja die Musik, also was, das ist dann irgendwie, wie du sagst, überflüssig. Aber wenn man es schafft, der Musik gleichsam den roten Teppich auszubreiten und etwas herzustellen, was die Musik mit Notwendigkeit folgen lässt, dann entsteht eine ganz fantastische Einheit. Und seit ein paar Jahren inszeniere ich auch Opern und konnte diese Gedanken jetzt endlich mal in der Praxis umsetzen, wenn nicht nur im Film. Und bin wirklich überzeugt davon, dass das stimmt. Es ist allerdings sehr schwer zu vermitteln jetzt, also in der Regiearbeit Sängern zu vermitteln, denn es ist natürlich viel bequemer als Sänger auf den Impuls aus dem Orchester zu warten, statt den Impuls selber zu geben. Also der, wie hieß der, Gerd Albrecht, der Dirigent, der hat das mal sehr schön gesagt, ihr müsst mich dirigieren zu den Sängern, da habe ich mal assistiert. Und also das herzustellen, das finde ich das große Ziel. Und ich habe einen Film mitgebracht, wo ich das versucht habe. Das ist ein Tanzfilm nach einer Geschichte von Ilse Eichinger. Ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, sondern ich zeige da eine Szene und habe lange nach der Musik gesucht für dieses Projekt und stieß dann auf die späten Quartette von Schostakowitsch. Und der Satz, den wir jetzt hier hören werden, ist der letzte Satz aus dem 14. Quartett. Was ich brauchte, war eine sehr einfache, also die Vorgabe quasi beim Suchen dieser Musik, war, ich brauchte einen Kampf, also gibt es einen Wolf und einen Mann, ich lasse die Geschichte jetzt weg, die miteinander kämpfen, sich begegnen, miteinander kämpfen. Und dieser Kampf soll dann übergehen in eine Art geglückten Pas de deux. Das war die Vorgabe, also irgendeine Art von Kampf, der zu einer Eintracht führt. Und dann habe ich diesen Schostakowitsch gefunden und der hat auf eine so fantastische Weise mir nicht nur diese zwei Eckwerte geliefert, sondern auch noch die ganzen Nuancen dazwischen. Ich will es nur schnell erzählen, was das alles ist. Also, der Wolf erwacht. Der Wolf bemerkt den Fremden. Also was ich jetzt sage, das ist aus dem Schostakowitsch gewonnen. Der Wolf erwacht, der Wolf bemerkt den Fremden. Der Wolf jagt den Gefesselten, das ist der Fremde. Der Gefesselte hält ihn zum Narren. Sie kämpfen. Der Gefesselte zähmt den Wolf. Der Wolf tanzt für den Gefesselten. Der Gefesselte tanzt für sich. Er fordert den Wolf zum Tanz auf. Und dann pas de deux. Schließlich Abgang. Der Wolf folgt seinem Herrn. Und da, also das habe ich quasi aus dem Schostakowitsch rausgelesen für meine Zwecke. Und nun wiederum versucht mit dem Tanz, den ich mit dem Tänzer und Choreografen zusammen entwickelt habe, diese Musik zu provozieren. Also das, was da aufgeführt wird, soll nun wiederum, und was ich geschnitten habe und gedreht habe, soll nun wiederum den Schostakowitsch hervorlocken, sodass diese Einheit entstehen kann und Schostakowitsch dadurch nicht, behaupte ich, nicht simplifiziert und irgendwie illustriert wird, sondern er wird verendlicht, ich biete diese Deutung an, keine andere, aber dafür innerhalb dieser Verendlichung auch vertieft vielleicht. Ja, klingt jetzt sehr spekulativ, aber ich führe es mal vor. Zu einem anderen Leben erweckt, hätte ich jetzt spontan sagen wollen, aber auch, der Begriff ist verendlicht. Verendlicht in dem Sinne, dass die Offenheit der abstrakten Musik, der absoluten Musik, die es ja eigentlich ist, abgeschnitten wird. Also ich setze ja da etwas hin und nicht durch das Bild. Dem kann man sich nicht entziehen. Ja. Wollen wir das mal anschauen? Angucken. Es ist vielleicht ein bisschen zu lang, dann sage ich irgendwann Stopp. Okay, danke. Vielen Dank. Die Entscheidung, Ilse Eichinger mit rein zu schneiden, kommt natürlich jetzt nicht weit. Das hat sich lange entwickelt, das Projekt, und ich war fasziniert von dieser Geschichte und wollte etwas damit machen und habe mit dieser Eiche in Kontakt aufgenommen und habe dann gemerkt, was für eine enorme Ausspannung sie hat, und habe dann mit ihr als ersten Schritt den ganzen Text aufgenommen. Und Jahre später wurde dann erst dieser Tanzfilm raus, und sie taucht da vielleicht 6 oder 8 Mal in dem Film auf. Ja. Schwerfallen, das auszuwechseln bei diesem Raum. Ganz banal, die Produktion, die Musiker, das sah teilweise
wirklich nach Wald raus, aber vielleicht auch im Studio eine Kombination? Nein, das ist wirklich im Wald. Mhm. Erst habe ich gedacht, ich brauche eine Art Kunstwelt und muss diese ganzen Naturmotive bei Ilse Eichinger übersetzen in irgendwelche Innenräume, weil die Natur, die unmittelbare Natur zu simpel ist. Und dann dachte ich, ach, das ist doch eigentlich feige und es müsste doch möglich sein, die Natur auch zu einem Kunstraum zu machen. Mhm. Und das haben wir dann mit durch das Licht und so versucht. Mhm. Und die Musiker, die Tänzer haben vor Ort auch die Musik dann gehabt? Oder? Da hatten wir Playback, ja. Mhm. Muss ja eigentlich ganz schön gewesen sein, da im Wald. Ja, das war schön. Ja, ich würde gerne noch weiter, aber die Zeit drückt so ein bisschen. Gibt es Anregungen aus dem Publikum für uns? Noch eine Nachfrage? Nein? Sie untereinander? Das würde ich nie so machen. Machen wir privat. Das muss sofort aufhören. Das ist wunderbar. Ja, bitte. Interessante Frage. Gab es Sendeplätze oder eine? Ja, es war, es lief im Fernsehen. Es war eine Koproduktion vom Schweizer Fernsehen mit Dreisat und ORF und noch skandinavischen Sendern, glaube ich. Hm. Ja, komischerweise, ja. Lobenswerterweise. Ja, schön. Und das haben Sie selbst organisiert und produziert? Ja. Und Sie würden auch in ähnlicher Weise weiterarbeiten und also Sie planen andere Projekte? Ja, etwas dieser Art jetzt gerade nicht, aber ja, und es ist klar, dass es nicht so leicht ist, für so ein Projekt Geld aufzutreiben, aber es ist immer wichtig, einen starken Partner zu haben und das war damals ein Redakteur vom Schweizer Fernsehen, den Stefan auch gut kennt, und der hat das dann durchgeboxt. Mhm. Das kann ich nur sagen, ist tatsächlich meist der Weg, dass es jemanden gibt, der das schiebt. Ja. Aber auch Filmförderung. Mm. Nicht Ihre, sondern FFF. Ja, ja, ja. So viele schöne Filmförderungen. Ja. Dass das dann, und danke für die Frage, dass das dann in so ein Fenster gehen kann und ein Produktionsort ist, ist auch, finde ich, wieder eine schöne Rückkopplung zu dem, was wir gestern auch besprochen haben. Es verknüpft sich alles in wunderbarer Weise. Ellen Fellmann, Jan Schmidt-Garre, Stefan Schwietert. Sehr herzlichen Dank für diesen sehr anregenden Morgen.